Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Assassin's Creed Origins. Und zwar geht es diesmal um keine Trophäe, um keinen Erfolg. Es geht um eine Herausforderung im Ubisoft-Club, jetzt neu hinzugefügt mit dem DLC Die Verborgenen, und zwar Scharfschütze. Töte 5 Soldaten mit einer Ballista in weniger als 30 Sekunden. Das ist also die Aufgabe, die uns gestellt wird. Wir gehen hier an dieses Klostra, also besser gesagt an diese Klostra-Feste. Dort haben wir nämlich auf alle Fälle schön in der Mitte, relativ in der Mitte platziert, eine Ballista. Und wir haben mehr als genug Gegner auf alle Fälle auch um uns herum. Ihr müsst schauen, ob ihr das Ganze am Tag oder in der Nacht macht. Dementsprechend habt ihr es auch unterschiedlich mit den Gegnern zu tun. Das Entscheidende für euch sollte nur auf alle Fälle sein, ganz, ganz wichtig, unentdeckt an der Ballista anzukommen. Ihr könnt ja vorher mit Zeno schauen, wo die sich ganz genau befindet im Lager. Ihr werdet es natürlich auch gleich im Video sehen. Und ich empfehle Schlafpfeile. Ihr solltet auf alle Fälle einfach ein paar Schlafpfeile nutzen, damit ihr halt wirklich da unentdeckt reinkommt. So, den ersten haben wir schlafen gelegt. Das ist auch gar nicht so weit rein in die Festung hier. Hier sollte ich vorsichtig sein. Wie gesagt, schön darauf achten, dass ihr unentdeckt bleibt. Scoutet das Camp vorher vernünftig aus, damit ihr wisst, wo und wie die Gegner sind. Und dann braucht ihr da auch gar nicht so viel zu machen. Ihr seht das, ich habe jetzt hier nur einen schlafen legen müssen. Hier oben an der Ballista. Nachts befindet sich da normalerweise immer eine Wache. Und das sollte auch euer erster Kill sein, der Typ. Weil der wacht ja auf und nervt dann. Und das wollen wir nicht. Wir gucken uns hier ganz in Ruhe im Lager um. Bevor ihr irgendeinen Schuss abfeuert, natürlich in der Zeit, solange der Typ noch schläft, ne, sucht ihr euch die 5 Gegner aus, die ihr töten möchtet. Achtet darauf, nehmt nicht unbedingt die mit den großen Schildern. Das kann manchmal ein bisschen schief laufen, weil die dann doch einen recht hohen Verteidigungswert durch das große Schild haben. Deswegen nehmt lieber erstmal sicherheitshalber die kleineren Leute. Und er wacht gleich auf, also fangen wir mit ihm an. Das Kill Nummer 1. Dann da hinten, den hatten wir uns schon ausgekriegt, Kill Nummer 2. So, der hat ein Schild, den nehmen wir nicht. Der hat auch ein fettes Schild, jetzt nehmen wir erstmal den hier. Nummer 3. Jetzt nehmen wir ihn doch. Aber schön sauber zielen. Schön sauber zielen, dass der wirklich auch down ist. Da ist er down. Nummer 4 stinkt. Der nicht. Und den nehmen wir erstmal. So, die 5. Die Herausforderung ist freigeschaltet. Scharfschütze. Das ist also das, was ich empfehle, um das Ganze zu erledigen. Ich fand die Klosterfeste hier war wunderbar. Ihr seht das hier. Ich hole hier noch mehr als genug Kills, weil einfach mehr als genug Leute hier wirklich rumrennen. Hier ist also wirklich gut was los. Wählt euch vorher die Targets, die euch am liebsten sind. Also wie gesagt, das ist eine ganze Menge Krempel. Ab hier fange ich jetzt an, Scheiße zu bauen. Aber gut, ich habe auch die Herausforderung bereits im Sack. Da gibt man sich dann meist nicht mehr ganz so viel Mühe. Jetzt fangen sie an zu laufen, werden wild und panisch. Aber auch da ist es ganz praktisch, dass ich euch das gerade zeige. Weil wenn die dann nämlich zu euch hier hochgeklettert kommen, die kleine Leiter hier, dann könnt ihr die auch immer noch wunderbar mit der Ballista wegmachen. Ne? Also wenn ihr da wirklich dann achtsam seid, dann könnt ihr da auch nochmal gut Kills machen. Ich würde es aber wirklich so machen, dass ihr zuseht, das wirklich zu machen, dass ihr euch vorher die 5 Leute ganz in Ruhe aussucht. Dann, wie gesagt, zuschlagt. Vielleicht könnt ihr es auch vorher schon ausscouten, wie ihr möchtet. Aber so solltet ihr dann sicher auf alle Fälle die Belohnung dafür einheimsen können. Sind ja auch wieder zusätzliche Ubisoft-Punkte. Die sehen ja bei einigen ein bisschen dünn aus. Und wenn es dann mal wieder eine neue Montur gibt oder neue Waffen für Ubisoft-Punkte, dann ist es schön, genug davon auf alle Fälle zur Verfügung zu haben. Während ihr hier seht, es geht mit der Ballista auch wunderbar im Nahkampf, auch wenn sie dafür nicht gebaut wurde. Das war's, damit sind wir durch, die Munition ist alle. Ich hoffe, der kleine Guide hat geholfen und gefallen. Wenn dem so war, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich riesig drüber freuen. Schaltet das nächste Mal auch wieder ein und dann verpasst ihr einfach kein neues Video mehr zu Assassin's Creed und natürlich vielen anderen Spielen bei mir hier auf dem Kanal. Ich sag bis zum nächsten Mal, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.